Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiß Customs. Das ist der zweite Versuch, denn gerade eben habe ich mich in Slow-Mo gefilmt und naja, ihr könnt euch vorstellen, wie das dann aussah. Shopping-Tour XXL. Innerhalb von 2 Tagen über 20 Motorräder einsammeln. Das steht an und das steht uns bevor. Beziehungsweise haben wir auch einen Teil schon hier. Ich bin heute früh gegen 7:30 losgefahren und habe einen relativ großen Schwung geholt. Jetzt klingelt im Bus, glaube ich, das Telefon, aber ist egal. Das heißt, wir haben heute, ich zähle hier schon mal, 8 Fahrzeuge stehen auf dem Anhänger, 3 oder 4 sind im Bus. Das heißt, wir haben 12 Stück und morgen werden es 8. Wobei ich da auch noch nicht weiß, ob es 8 Stück werden und B, ob sie alle in den Bus reingehen, weil rein theoretisch gehen maximal 5 in den Bus. Ihr merkt, es ist immer ein kleines Pokerspiel. Wir haben hier eine Sammlung aufgelöst. Ich zeige euch mal die Fahrzeuge, ist an sich nichts Spektakuläres. Das sind jetzt hier ein paar Piaggio-Mofas, Puch-Mofa, Honda CB50, 2 Stück, BMW A75, eine Puch-SG und eine Motum. Genau, und dann dazu, und deshalb müssen wir auch das innerhalb von 2 Tagen jetzt abwickeln, ist der Bus randvoll mit Ersatzteilen. Und auch da nochmal sind nochmal 3 Fahrzeuge oder 4. Wir haben noch eine Puch 200 und was ich vergessen habe zu sagen, dass wir unser neues Lager beziehen. Robert macht hier schon fleißig Lager. Und so sieht das Ganze dann aus. Die ganzen Sachen werden jetzt hier erstmal eingelagert und dann nach und nach aufgearbeitet. Hier verstecken sich jetzt noch, ich glaube, 3 oder 4 Fahrzeuge, also NSU Quick, dann die Puch 200, dann noch ein relativ frühes Motor-Fahrrad von 1910. Da müssen wir erstmal gucken, ob da überhaupt was Echtes dahinter steckt, eine Chilera. Hier ist noch ein Mofa, hier vorne ist glaube ich auch noch, da liegt auch noch was Zerlegtes. Ja, und ein Haufen Ersatzteile, was dann alles erstmal durchgearbeitet werden muss. Yay. Das ist natürlich immer besonders schön. Licht. Genau, und morgen stehen, wie gesagt, dann ist ein Horrortrip. Also 1300 Kilometer sind aber sehr interessante Fahrzeuge. Ich wollte euch aber dieses Chaos zeigen, denn es ist jetzt 17 Uhr. Robert ist extra länger geblieben. Wir laden jetzt den Bus noch aus. Dann lade ich noch einen Hänger alleine ab. Stell die Bikes mit rein und morgen früh, ich denke fast gegen 5, vielleicht ja 5, 5:30 geht es auch schon wieder los. Und das sind 1300, 1400 Kilometer, 8 Bikes, 4 oder 5 Stops und das kann eigentlich gar nicht gut gehen. Vor allem, weil halt 8 Motorräder gar nicht in den Bus gehen. Etwas spannend wird es, das heißt, es lohnt sich dran zu bleiben. Kleines Update noch von unserem Volvo. Der steht wieder auf seinen Rädern. Er hat jetzt erstmal die alten Reifen von unseren Karmann bekommen, die nicht mehr benötigt werden, da wir eh verbreiterte Felgen hinten fahren und so weiter und die jetzt auch bestimmt 10 Jahre alt sind. Von daher sind die jetzt erstmal hier drauf gelandet und ich habe auch gestern Alufelgen für das Teil gekauft und das könnte richtig krass werden. In dem Sinne, dass es gar nicht zusammenpasst, aber dadurch und dann auch mit der Tieferlegung so einen richtigen Punch gibt. Dazu später mehr, denn wir machen hier, denke ich, aus dem Volvo ein Low-Budget-Tuning-Projekt, was einschlagen soll wie eine kleine Bombe. In diesem Sinne, wir sehen uns dann morgen auf der Autobahn wieder. Ich bin gespannt. Wollte ich schon fast mit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, aber wir haben Tag 2. Wir sind jetzt 4,5 Stunden unterwegs gewesen, heute Morgen gestartet, leider im Stau gekommen. Also ich weiß echt nicht, was ich mir bei dem Plan gedacht habe, aber irgendwie,
ich weiß nicht, ob wir das schaffen oder wie und ob überhaupt. Und ob wir landen wahrscheinlich erst um 10 beim letzten Kunde und dann müssen wir nochmal 500 Kilometer zurückfahren. Ziemlich behindert, aber nun ja, das passt ja zu uns. Erstes Stopp und da möchte ich euch natürlich mitnehmen. Da kann doch eigentlich nur was Gutes dahinter schlummern, oder? Und genau so ist es. Ich muss euch, das ist... Na, was erzähle ich euch? So, wir haben hier eine traumhaft schöne MZBK und da muss ich mich auch nochmal bedanken, denn die wurde uns geschickt von einem unserer Followern. So ein bisschen Kopf einziehen. Die war bei eBay Kleinanzeigen inseriert, ganz normal. Wir haben sie durch den Hinweis zum Glück zeitnah gesehen, direkt gekauft, denn nicht nur Originalzustand, sondern es ist eine sehr frühe Baujahr 53. Es ist so gesehen die 725. glaube ich, die jemals produziert wurde. Viele frühe Details, wie zum Beispiel, also hier bin ich mir noch nicht sicher, diese schmalen Hülsen unten der Gummi, Luftfilter, auch hier, das sieht alles anders aus. Super schöner originaler Kabelbaum. Früher Scheinwerfer, auch der Lenker ist anders, der ist länger. Also wie gesagt, sind wirklich viele Sachen, die auffallen. Beim Sozius-Sitz bzw. bei der Gepäckbrücke, das passt natürlich, denke ich, nicht mit den vielen Löchern, aber auch da muss ich mich erstmal schlau machen. Hexennase kommt hier original ran. Ja, mit dem goldenen Anstrich bin ich mir auch nicht sicher, ob das so passt, beziehungsweise ist ja hier so cremefarben. Da müssen wir uns wirklich erst schlau machen. Ich denke allerdings, das wurde mal nachträglich gemacht. Ansonsten ein sehr schönes, stimmiges Fahrzeug hier. 50725 und bei 850, also 850.000 ging's los. Ja, geil. Sehr schönes Fahrzeug. Wer das sieht, wir suchen noch einen Tank. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, der fehlt leider. Einen originalen IFA-Tank in Schwarz. Auch da wären Hinweise nett. Sollte es 53, also sollte der frühe Tank, von denen bis 55, 56 war das IFA-Logo drauf, sich unterscheiden, gerne in die Kommentare. Ansonsten sind wir erstmal mit jedem Originallack-Tank zufrieden. So in diesem Sinne, wir laden das Teil ein und sehen uns dann beim zweiten bzw. dritten Stopp. Denn ob der zweite Stopp klappt, das wissen wir noch nicht. Das klärt sich jetzt erst unterwegs. Das sollten wir relativ spontan entscheiden. Das wäre eine NSU Quick. So, und beim dritten Stopp, da war das schon wieder eine BK. Aber da müssen wir auch erstmal 4 Stunden fahren. Scheiße. So, unser dritter Halt. Wir sind gelandet. Die Fahrt war weniger gut. Wir hatten viel Stau und Umfahrung. Gestern war große Überschwemmung. Und da war alles gesperrt. Also 2 Stunden hinter dem Zeitplan. Ich habe unterwegs schon ein Hotel gebucht. Das wird heute nichts mehr. Denn wir haben es jetzt, glaube ich, 19 Uhr. Und nee, es ist schon fast 8. Halb 8. Und ja, dann nochmal 1,5 Stunden fahren. Nochmal einladen. Und dann noch nach Hause. Es hätte fast geklappt. Aber so fahren wir erst morgen früh. Dritter Stopp wäre dann eine Kreidler Florett, eine zerlegte, leider nicht ganz komplette MZBK und ein Habicht. Das Schöne, beide Fahrzeuge kommen aus Schleiz. Also in den frühen 90er Jahren haben die den Weg hier nähe Dortmund gefunden und bei dem Habicht sind auch noch die Abziehbilder drauf. Der ist an sich in einem ganz guten, leicht verblassten Originallack. Und wie ihr euch sicherlich denken könnt, wird der Platz neben der Schwalbe finden. Irgendwann mal, wenn wir ihn irgendwann mal aufgebaut haben. Ich wollte euch, glaube ich, noch irgendwas erzählen, was mir unterwegs passiert ist, aber vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Wir müssen jetzt erstmal hier alles reinschlichten. Denn, wie gesagt, geplant waren 8 Fahrzeuge. 3, 4, 5. Genau, und noch 3 warten noch auf uns, wenn die es werden. Was ich euch nicht gezeigt habe. Ich fange natürlich mit dem dritten Stopp an. Aber
wir hatten ja noch einen zweiten Stopp. Und das ist das Schöne. Muss ich überlegen, habe ich den zweiten Stopp gefilmt? Nee, habe ich nicht. Das ist diese NSU Quick, ein Darmmodell von 42. Da machen wir auf jeden Fall ein extra Video, denn das ist sehr interessant. Da kann man sehr viele Indizien lesen, wie ich finde. Aber dazu in unserem extra Video zu dem Fahrzeug dann nochmal mehr. Also wir haben auf jeden Fall wieder einiges an Material zum Abfilmen für euch. Wird gut. So, jetzt aber einpacken, denn ich sag mal, bis ich dahin muss, hier muss noch Platz bleiben für ein Motorrad und hier passen dann noch zwei hin und dann würde mein Plan aufgehen. Bin gespannt. Halb zehn, wir sind im Hotel gelandet. Erstmal fix eingecheckt, denn hier im Berghotel Johanneshöhe ist 10 Uhr Kassenschluss, keine Ahnung wie man es nennt. Fix eingecheckt, sogar ein Premiumzimmer extra bekommen, inklusive Frühstück. Das heißt, ich muss wahrscheinlich so bis 6.30 Uhr bleiben. Das würde dann bedeuten, dass ich 7 Uhr losfahre, 4 Stunden, 8, 9, 10, 11. Ah, ist fast ein bisschen zu spät. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber Hotelfrühstück ist immer ganz geil. 5 Minuten weiter wartet unser nächster Stopp. Und schon wieder auf den Rückweg. Das heißt, wir haben den nächsten Tag. Gestern Abend war es einerseits zu dunkel und andererseits ist es mit den Motorrädern nichts geworden. Es war eine R75-5, eine R4 und eine R25-3. Alles, naja, also verschiedenste Zustände. Allerdings war vor allem bei der R4 viel zu viel verkehrt. Und das ist das typische R4, R35 Ding. Das Ding hat vorne und hinten nicht gepasst. Nachgeschlagene Rahmennummer etc. Von daher haben wir dann den Privatverkauf empfohlen und uns dann lieber davon distanziert. Ja, das heißt, es ist so gesehen noch viel Platz im Bus. Das ganze Schlichten hat im Endeffekt nichts gebracht, aber nun gut, war jetzt nicht ganz so schlimm. Die Nacht im Hotel war okay. Hotelfrühstück mitgenommen. Jetzt sind wir auf dem Rückweg und gleichzeitig kann ich euch schon mal einen kleinen Teaser geben. Ihr seht es natürlich erst im Nachgang. Wir haben jetzt am Wochenende die XS Car Night in Freital und da gibt es ein Edelschoko-Drink, eine Edelschoko mit Speeches-Garantie. Ja, das hat uns der Steven von Used Look Company noch schnell entworfen und da sammle ich jetzt direkt auf dem Rückweg die Schoko-Drinks ein aus dem Kaufland. Wir werden immer noch nicht gesponsert, ich kann es einfach nicht verstehen. Und dann labeln wir die um, fahren die direkt nach Dresden bzw. nach Freital zum Andi Füllborn und dort kommen die dann in die Tüten rein und jeder Gast, der mit einem Fahrzeug kommt, kriegt dort so eine Präsenttüte mit Giveaways und eben auch dem Schokotrink. Ja, als kleines Dankeschön bzw. ja, als kleinen Spaß unsererseits, weil wir, wie ihr wisst oder wie die meisten von uns auch das Ganze immer bei Instagram sehen, Schokotrink mit Puddingtorte bei fast jedem Event mithaben. Ja, so. Okay, ihr seid up to date. Jetzt nach Freital werde ich euch nicht mehr mitnehmen, das hat damit nichts zu tun. Als kurzes Resümee, mit den 20 Motorrädern ist es dann nicht ganz geworden, das heißt, wir müssen 3 abziehen, 17. Nach Adam Riese, 17 Motorräder innerhalb von 2 Tagen, das ist ganz okay. Es sind natürlich auch Mofas dabei, also das kann man besser machen. Kriegen wir auch besser hin. Nächste Woche geht es da schon wieder weiter. Auch da warten dann wieder Videos auf euch.
Jetzt, ich hau einfach halt noch einen Teaser raus, oder? Machen wir noch jetzt einmal, habt ihr einen Schokodrink. Wobei, das ist dann schon in der Vergangenheit. Uns erwartet noch eine große Simpson-Sammlung, aber auch das ist ein interessantes Thema, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ja, dann haben wir noch in Österreich einige Fahrzeuge, die wir holen. Da fahren wir auch nächste Woche das erste Mal hin, schauen uns das an, nehmen den ersten Schwung mit und schauen dann auch vor Ort, ob das mit den restlichen Fahrzeugen klappt. Denn vieles ist dann eben erst anders oder richtig, wenn man es vor Ort auch sieht. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Meinungen, Fragen, ab in die Kommentare, Abo nicht vergessen, nutzt irgendwo die Glocke, da oder wo auch immer, dass ihr immer up to date seid, was bei uns so passiert. Und ansonsten Instagram auch nicht vergessen, auch da nehmen wir euch tagtäglich mit auf unserem Wahnsinn. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann bis zum nächsten Mal.